Oscar X. Hallo ihr lieben Eiweißhähnchen, ich bin's wieder, euer Oscar X, euer Android. Und mir zugeschaltet ist heute Mirko alias Mr. Wissen to Go. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Kurz nochmal zu mir. Ich bin ja seit Wochen auf politischer Datensuche. Ich hatte ja einen Festplattencrash. Und ich will ja am 22. mein X machen. Und ihr könnt mir weiterhelfen bis zum 22. September. Täglich das Tagesrätsel lösen. Und es gab auch schon viele Sachpreise zu gewinnen. Und wenn ihr keinen Preis gewonnen habt, dann zumindest wissen. Und ihr könnt auch immer noch den Hauptpreis gewinnen. Eine Canon EOS 5D Mark III. Und weshalb ich hier so viel rede, ich hatte gestern wieder so einen Neuroanfall. Ja? Ich habe mich gefragt, toll, ich kann am 22. mein X machen. Aber warum eigentlich zwei? Wofür stehen diese zwei Xe? Und Mirko, du kannst mir da vielleicht helfen. Wir haben ja hier diesen Wahlzettel, ja? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann zwei Xe machen. Wofür steht eigentlich das erste X? Ja, das steht direkt auf dem Wahlzettel auch schon drüber. Das erste X steht für die Erststimme. Und wenn man da genau hinschaut, wenn du jetzt mal guckst auf diesem Wahlzettel, dann steht da immer ein Name und dann daneben eine Partei. Muss aber übrigens gar nicht sein. Es kann auch nur ein Name sein ohne eine Partei. Okay. Und die Erststimme, die ist für den sogenannten Direktkandidaten. Also, da wählt man keine Partei, sondern man wählt einen Menschen. Das sind die Leute, die jetzt irgendwie bei dir in der Gegend auf irgendwelchen Wahlplakaten besonders prominent dargestellt werden. Und da suchst du dir einfach den aus, der dir am besten gefällt und am besten weißt du auch noch, was er politisch so will. Und dann wählst du den. Und wenn alle Leute in deinem Wahlkreis gewählt haben, es gibt in Deutschland knapp 300 Wahlkreise, und in jedem Wahlkreis gibt es eben verschiedene Direktkandidaten. Und wenn alle Leute gewählt haben, dann guckt man, welcher von diesen Leuten, die da auf der linken Seite stehen bei Erststimme, in dem Wahlkreis hat die meisten Stimmen. Und der oder diejenige mit den meisten Stimmen auf der Seite, der kommt direkt in den Bundestag. Der Vorteil ist dabei, dass man gar nicht unbedingt in der Partei sein muss, um in den Bundestag zu kommen, zumindest theoretisch, sondern man kann auch, theoretisch könntest du dich auch bei der nächsten Wahl aufstellen lassen und dann auf der Seite stehen und wenn du Glück hast, wählen dich die meisten Leute in deinem Wahlkreis und dann bist du im Bundestag. Okay, und die zweite Stimme, für was steht die? Die zweite Stimme, das sieht man auch direkt auf dem Wahlzettel, die steht für die Partei. Also da wählt man nicht eine bestimmte Person, sondern da wählt man eine Partei. Und man sagt auch, die Zweitstimme ist die eigentlich wichtige Stimme bei der Bundestagswahl, denn damit bestimmt man die Zusammensetzung des Bundestages. Es wird dann am Schluss von der Wahl geguckt, welche Partei hat deutschlandweit wie viel Prozent der Stimmen bekommen. Mhm. Und an diesem Prozentsatz kann man dann feststellen, wie viele Personen die Partei in den Bundestag schicken kann. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, zum Beispiel die CDU hat 35% am Ende der Wahl und dann darf sie, sagen wir jetzt einfach mal, 150 Leute in den Bundestag schicken. Das nennt man dann Mandat, also Bundestag-Mandat. Das ist einfach ein anderes Wort für Person, würde ich jetzt mal sagen. Es wird dann auch nochmal verrechnet mit den Leuten, die für die CDU schon bei der Erststimme in den Bundestag können. Also wir machen jetzt mal ein bisschen Mathematik, ob ich da nicht wirklich gut bin, aber das kriege sogar ich hin. Also nehmen wir mal an, von der Erststimme haben es 50 Leute von der CDU geschafft, in allen Wahlkreisen in den Bundestag zu kommen. Von den Prozentzahlen der Zweitstimme dürfen 150 Leute rein, dann zieht man die 50 von den 100 ab und es bleiben noch 100 Leute übrig, die zusätzlich zu diesen Erstkandidaten, zu den Direktkandidaten in den Bundestag dürfen. Wow, das klingt ja richtig kompliziert. Warum ist das so kompliziert? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Das Wahlrecht in Deutschland ist schon ein bisschen älter. Das steht im Grundgesetz so drin, wie gewählt wird. Nicht im Detail, das ist nochmal in einem extra Gesetz geregelt. Aber das hat man eben vor ein paar Jahrzehnten gemacht. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn man heute ein neues Wahlrecht schreiben würde, dann würde das auch ein bisschen einfacher aussehen. Aber der Grundgedanke ist eben, dass man gesagt hat, naja, also eine Direktkandidaten muss es deswegen geben, also eben diese Erststimme, damit auch Leute, die nicht in der Partei sind, eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Und außerdem sind die Direktkandidaten ja direkt, wie der Name schon sagt, aus der Gegend der Wähler und dass sie dann direkten Bezug zu denen haben. Und die Zweitstimme, wie gesagt, die eigentlich wichtige Stimme, die dann darüber entscheidet, welche Partei wie viele Prozentpunkte hat. Aber kann man natürlich auch einfacher regeln. Es gibt auch Länder, in denen ist es noch komplizierter. Ich glaube, wir liegen da irgendwo so im Mittelfeld. Okay, ja, das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig. Und meinst du, wie wird das am 22.09. ausfallen? Was ist so deine Prognose? Es ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, würde ich da mal kurz reingucken. Es wird, glaube ich, sehr, sehr knapp werden. Man hat jetzt ja bei der Bayernwahl gesehen, dass die Grünen offenbar nicht ganz so stark sind wie jetzt noch vor ein paar Monaten. Und wenn sich das auch fortsetzen wird bei der Bundestagswahl, dann wird es mit Rot-Grün
vermutlich nichts. Da gibt es, glaube ich, wenige Chancen. Ich glaube aber auch, man hat ja bei der Bayernwahl gesehen, dass die FDP relativ schlecht dasteht. Und wenn sich das auch im Bund durchsetzt, naja gut, dann haben wir vielleicht am Schluss weder eine Mehrheit für Schwarz-Gelb oder für Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün. Also meine Vermutung ist mittlerweile die, es wird am Schluss eine große Koalition geben aus CDU und SPD, wenn die Parteien das wollen. Und das heißt dann, wer wird dann Kanzler oder Kanzlerin? Ja, das hängt davon ab, ob die CDU, CSU, die Union oder die SPD die meisten Stimmen hat. Denn die Partei, die in so einer Koalition, Koalition ist ein Begriff für zwei Parteien oder mehrere Parteien, die zusammen eine Regierung bilden, welche Partei da die meisten Stimmen bei der Wahl hatte. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass in so einem Fall die Union die meisten Stimmen hat und dann bleibt Angela Merkel die Bundeskanzlerin. So war es übrigens auch schon mal bei der Wahl im Jahr 2005. Da gab es auch eine große Koalition und da war die SPD auch die Partei mit weniger Stimmen und deswegen wurde Angela Merkel dann Bundeskanzlerin. Das war das Jahr, in dem sie dann zur Bundeskanzlerin gekürt wurde, 2005. Ja, jetzt haben ja viele gesagt, oder Andrea Nahles hatte mir gesagt, sie möchte auf gar keinen Fall was mit der Linken anfangen, also nicht in Koalition gehen. Wie weit kann man dem Glauben schenken, so vor der Wahl? Ja, vor der Wahl sagen die Politiker viel, nach der Wahl erinnern sie sich nicht mehr dran, aber ich glaube, gerade was die SPD und die Linke angeht, dieses spezielle Verhältnis, da wird sich die SPD auch nach der Wahl an das halten, was sie vorher gesagt hat, denn es gab da mal eine Geschichte in Hessen, da hat die SPD auch vor der Wahl gesagt, oh nee, mit der Linken wollen wir nicht zusammengehen, dann haben sie es nach der Wahl doch versucht und dann haben sich einige in der SPD dagegen gewehrt, das Ende vom Lied war, es hat nicht geklappt und es musste neu gewählt werden und die SPD wurde hart dafür bestraft. Ich glaube, da hat die SPD schon draus gelernt. Ich will es aber trotzdem nicht ausschließen. Es kann trotzdem sein, dass die SPD sagt, naja, also theoretisch könnten wir, wenn wir mit den Grünen und den Linken zusammenarbeiten würden, dann könnten wir regieren und könnten einen Kanzler stellen. Das ist natürlich schon ganz schön verlockend. Deswegen mal gucken. Ich glaube es aber eher nicht. Gut, sehen wir uns am 22. September nochmal? Ja, auf jeden Fall. Also mich kann man sehen auf meinem Kanal im Hangout. Um 19 Uhr, wenn dann die ersten Hochrechnungsergebnisse da sind, werde ich einen Hangout starten. Da kann man viele Fragen stellen zur Wahl. Da wird es bestimmt auch viele Fragen geben. Ich habe eine nette Politikwissenschaftlerin bei mir, die sehr schlau ist und vieles weiß und dann die Fragen auch beantworten wird. Und wir beiden sehen uns auch, da freue ich mich auch schon drauf, denn ich habe gehört, du bist in Berlin unterwegs bei einer Wahlparty und da bin ich mal sehr gespannt, was du davon zu erzählen hast von dieser Party. Also ja, ab 19 Uhr am Sonntag, da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Genau, und du bist vorher bei mir in meinem Hangout und da sehen wir uns dann auch nochmal. Cool. Ja. Super. Alles klar. Gut, dann danke erstmal für deine Infos zum Wahlzettel. Jetzt bin ich schlauer, jetzt habe ich wieder meine Daten hier oben wieder ein bisschen sortiert. Und danke dir erstmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jo. Ciao. Ciao. Du wolltest dich irgendwie bewerben für eine Castingshow oder so? Da wäre ich doch hoffnungslos verloren. Ich kann doch gar nicht singen. Okay, ich habe mich letztens mit dem Gregor von den Linken getroffen.